Sex und Liebe unter dem Doppeladler, so liebten die Habsburger. Eine Dynastie beschirmt vom Gottesgnadentum, doch ausgestattet mit denselben menschlichen Schwächen wie alle anderen. Konnte das gut gehen? Die Habsburger sollten leuchtende Vorbilder sein, für das Wohl des Volkes wirken, fromm und erhaben herrschen. Doch viele zog es nicht zum anderen Geschlecht hin und die meisten fanden das letzte Glück nicht im ehelichen Bett. Erzherzog Otto hat ja auch mehrere Geliebte gehabt, mehrere außereheliche Kinder gehabt. Es hat auch in Wien geheißen, naja, die Frau hat einen Ehemann, dessen Namen sie trägt, und sie hat einen zweiten Mann, der die ehelichen Pflichten wahrnimmt. Die Nacktfoto-Affäre um Kaiserin Sissi war einer der groteskesten Skandale im 19. Jahrhundert. Und auch die Frage, warum Franz Ferdinands Frau nicht mit ihm an einer Tafel sitzen durfte, beschäftigte die Menschen damals sehr. Franz Josef und Sissi sind bis heute das ungeschlagene Promi-Paar der Habsburger. Doch wie fanden sie zueinander? Ging es hier um Liebe? Die Drahtzieherinnen dieser Ehe waren Mama Sophie und ihre Schwester Ludovica. Die Mutter von der Elisabeth war ganz ähnlich gelagert wie ihre Schwester, die Mutter von Franz Josef. Also beide wollten für ihre Kinder das absolut Beste. Und für die Ludovica war es noch viel schwerer, weil sie viel mehr Töchter als Söhne gehabt hat. Und sie wollte alle ihre Töchter in super Positionen bringen. Das war ihr einziges Lebensziel. Ja? Also das rührt auch aus ihrer Vergangenheit her, weil sie war der Meinung, von allen diesen bayerischen Schwestern ist sie die einzige, die hinuntergeheiratet hat. Weil alle ihre Schwestern waren entweder Erzherzogin oder sogar Königin von Sachsen. Ja? Und nur sie war die Frau eines vollkommen uninteressanten bayerischen Herzogs. Ja? Da wollte sie hinaufwerfen. Sie wollte unbedingt, dass die Kinder hinaufkommen. Um eine bessere Trefferquote zu erzielen, nimmt Ludovica nicht nur Nini, sondern auch die nächstheiratsfähige Tochter mit, Sissi. Und auch Erzherzogin Sophie nimmt nicht nur Franz Josef, sondern auch seinen Bruder Karl Ludwig mit. War alles abgesprochen, auch mit der Sophie. Ne? Die hat natürlich auch gesagt, na, ich nehme zwei Buben mit, schau, vielleicht kriegen wir gleich zwei Paare zusammen. Ne? Eine Art Hochzeitsroulette oder ein Ehebingo. Sissi war noch blutjung, aber bereits gewohnt, umschwärmt zu werden. Immer wenn die Ludovica, also Mutter von der Elisabeth und Schwester der Sophie, gemerkt hat, dass offenbar sich eine Mésalliance anbahnt, ja, da sind also diese Freunde sofort weggeschickt worden in andere Positionen, damit sie einfach nicht mehr sehen kann. Das Speed-Dating klappt. Sissi und Franzl werden ein Paar. Und wem es entgangen sein sollte, die Mütter der beiden waren Schwestern. Sprich, Franz Josef und Sissi waren zueinander Cousin und Cousine. Nichtsdestotrotz verliebten sie sich, jedenfalls anfänglich. Also am Anfang hat sie sich verliebt, gezeigt, obwohl sie natürlich von der ganzen Verlobung völlig überrumpelt war. Es war wirklich Liebe auf den ersten Blick und er hat sie unbedingt wollen und hat sie auch bekommen. Sie war überfordert und überrascht, also sie hat das gar nicht mitbekommen. Das Interessante ist ja eigentlich, hat Franz Josef Zeit seines Lebens und Zeit ihres Lebens alles für sie gemacht. Sie hat das aber gar nie so empfunden. Naja, sie war ja letztlich ein Teenager, als sie ihn geheiratet hat. Und in dieser Teenager-Art hat sie sich weiter aufgeführt. Die ist nie nachgereift, ne? Ja, sie ist in einen Schmollwinkel, hat sie sich gestellt und aus dem ist sie letztlich kaum mehr herausgekommen. Bei der habsburgischen Heiratspolitik geht es immer zuallererst um den Erhalt von Macht und Reich. 1358 führt Rudolf IV. Die Primogenitur ein. Der erstgeborene Sohn erbt seither das ganze Reich. Vor der Primogenitur teilen sich alle Brüder das Erbe zu gleichen Teilen. Das war problematisch, das Reich fiel auseinander. Und die richtige Frau bringt Geld und Einfluss. Manche bringen Probleme. Mit wem vermählt sich beispielsweise Philipp der Schöne? Mit der Johanna der Wahnsinnigen. Ja, das war überhaupt eine der größten Liebesgeschichten im Haus Habsburg. Philipp
Der Schöne, wie er genannt wurde, war der Sohn von Kaiser Maximilian I. Und der wurde der Prinzessin von Kastilien, Johanna, vorgestellt. Und die zwei haben einander in der Sekunde, sind sie einander um den Hals gefallen. Und er hat darauf bestanden, sofort zu heiraten. Also sofort geheiratet. Und was er so gegen jegliche Hofzeremoniell verstoßen hat, sie sind nach der Heirat sofort ins Schlafgemach, haben sich zurückgezogen. Also sowas hat es nie gegeben. Und diese Johanna, die den Philipp den Schönen geheiratet hat, war so verrückt auf ihn, ja, ist ein schlechter Ausdruck, aber dass sie ihn verfolgt hat mit Eifersucht. Sie hat die Bretter vom Boden rausgerissen, weil sie gedacht hat, im Raum unter ihr schläft er und er kommt nicht und so weiter. Und dann, oder sie hat auch diese Mädchen verfolgt, wo sie gedacht hat, er hat mit den Kammerzofen irgendein Verhältnis. Ja, das Ganze hat sich dann zu einer krankhaften Eifersucht gesteigert. Also sie hat sich aufgeführt, eben ganz verrückt. Und als er ganz plötzlich gestorben ist, innerhalb von einer Woche, hat sie ihn nicht begraben lassen, sondern hat ihn präpariert, wie das damals üblich war. Und sie hat ihn mitgeschleppt, sie auf ihren Zügen kreuz und quer durch Spanien und hat ihn neben sich ins Bett legen lassen und so weiter. Und dann hat der Vater, der Ferdinand von Aragon, schon eingegriffen und hat gesagt, die Tochter ist verrückt. Und dann hat man sie da in Tordesillas ja mehr oder weniger eingesperrt. Und sie ist ja uralt geworden. Die Frau ist uralt geworden. Ja, und treu geblieben? Naja, sie ist ihm treu geblieben. Er ihr auch. Auch Maria Theresia liebte ihren Mann abgöttisch und war schrecklich eifersüchtig. Aber wahnsinnig war sie nicht. Kaiserin war sie übrigens auch keine, nur Regentin. Und das auch nur dank der pragmatischen Sanktion, die ihr Vater Karl VI. Erlassen hatte. Und es gab also dann eben ein Gesetz zur Sicherheit sozusagen, da war die Maria Theresia noch gar nicht auf der Welt. Und das hieß pragmatische Sanktion. Und in dieser pragmatischen Sanktion hat der Kaiser Karl VI., ich sage es jetzt sehr einfach, ja, festgesetzt, dass seine Kinder auf den Kaiserthron kommen. Und es war eben nicht ganz klar geregelt, dass es jetzt nur die Söhne sind. Also das heißt, er hat bereits die Möglichkeit geschaffen, im Fall, sollte er nur Töchter bekommen, was ja dann auch der Fall war, dass auch also diese Töchter Regentinnen werden können. Ja. Sie dürfen nicht Kaiserin werden, das ist ganz wichtig. Ja. Sie hat natürlich, da sie dynastisch gedacht hat, hat sie gedacht, also ich bin als Frau des Kaisers dem Kaiser untergeordnet, deswegen kann ich ihn nicht beherrschen. Also das ist natürlich auch eine Sache, die einem zum Teil in der Erziehung liegt. Maria Therese war ihr ganzes Leben lang nie Kaiserin, auch wenn sie sich selber so verstanden hat. So glücklich Maria Theresia verheiratet war selbst, hat sie bei ihren Kindern es nicht zugelassen, eine Liebesheirat, bis auf eine Ausnahme, eine Liebesheirat einzugehen. Und ein besonders drastisches Beispiel ist, da war ihre Tochter Johanna Gabriela, die sollte den dümmlichen und wenig sympathischen Prinzen Ferdinand von Neapel, Sizilien heiraten, hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, ist aber kurz vor der Hochzeit an den Pocken gestorben. Daraufhin hat Maria Theresia eine weitere Tochter, Maria Josepha, gezwungen, diesen unbeliebten Prinzen zu heiraten. Die ist am Tag der Hochzeit ebenfalls an Pocken gestorben. Damit nicht genug, gibt es dann eine Korrespondenz zwischen Maria Theresia und dem Vater dieses Prinzen. Und da hat sie ihm zwei weitere Töchter angeboten. Das ist, man sieht, dass wirklich Menschen wie Vieh damals vermittelt wurden, verkauft wurden, kann man sagen. Und die dritte war dann Maria Carolina, eine weitere Tochter der Maria Theresia, die dann diesen Prinzen Ferdinand geheiratet hat. Sie hat überlebt, hat mit allen Mitteln versucht, es zu verhindern. Es ist ja nicht gelungen.
Und sie hat aber dann, obwohl sie ihn wirklich nicht geliebt hat, 18 Kinder, das war selbst bei den Habsburgern ein einsamer Rekord, 18 Kinder von diesem Mann bekommen. Der jüngsten Tochter, Marie Antoinette, soll es nicht viel besser ergehen. Sie muss nach Frankreich und dort den Kronprinzen heiraten. Das hat schon unter Ludwig XIV. Begonnen, dass das ein unglaublich intriganter Hof ist, ja, und natürlich auch nicht familiär. Also nicht, dass das jetzt bei der Maria Theresia besonders familiär zugegangen ist. Man kann das nur abwägen gegen den französischen Hof. Aber das sind Welten. Das ist auch viel, viel größer. Ja, da sind viel, viel mehr Schlösser. Es sind am Hof viel, viel mehr Leute. Es gibt viel mehr intrigante Kamarilla, sagt man, Hofkamarilla, die sich da hineinmischt. In Versailles ist das Aussehen noch wichtiger als in Wien. Antoinette muss optimiert werden. Sie bekommt eine Zahnspange und wird rundum in Szene gesetzt. Dann tritt sie ihre Reise nach Paris an und wird nie wieder heimkehren. Marie Antoinette fühlt sich einsam und verloren. Sie hat keine Vertrauten um sich. Zur ganzen Misere gesellt sich noch ein weiteres Problem. Beide waren vollkommen unaufgeklärt. Und nach einjähriger Ehe schreibt Marie Antoinette an ihre Mutter nach Wien, dass noch immer nichts passiert sei, sozusagen. Und sie sich gleichzeitig darüber wundert, dass noch kein Kind zur Welt gekommen ist. Und Maria Theresia antwortet, das wäre wirklich ein Wunder, wenn unter diesen Umständen ein Kind geboren würde. Ihr Bruder kommt auf seiner Europatournee in Paris vorbei. Er hört sich genau an, wie die beiden den Geschlechtsakt vollziehen. Und sein Urteil ist explizit. Wenn ich nur einmal hätte dabei sein können, ich hätte es schon arrangiert. Man müsste ihn wie die Esel peitschen, um ihn dazu zu bringen, dass er sich entlädt. Meine Schwester hat diesbezüglich wenig Temperament und zu zweit sind sie doppelt so ungeschickt. Nicht umsonst nennt man Josef II. Einen Mann der Aufklärung. So nach dem Motto, wie kann es das geben, dass du so eine junge Frau hast und dass die nicht schwanger wird. Nicht? Und dann hat sich eben, sagt man, herausgestellt, dass er also eine Vorhautverengung, Phimose, sprich eine Krankheit gehabt hat, die aber damals halt die Ärzte bei ihm ganz einfach, aus welchen Gründen auch immer, Ehrfurcht, Trauminät, keine Ahnung, also es ist auf jeden Fall nicht konsultiert worden. Über die Vorhaut des Kaisers plaudert sich's nicht so entspannt. Weil ich glaube ja, dass der spätere französische König schon bemerkt hat, dass da irgendetwas nicht stimmt. Aber er dürfte es nicht genau gewusst haben, weil die waren ja alle in dem Sinn nicht aufgeklärt. Ja, das war ja unglaublich. Also viele Thronfolger und Thronfolgerinnen sind erst aufgeklärt worden in dem Moment, wo sie dann Kaiser oder König geworden sind. Einige Monate später hat Marie Antoinette eine Tochter zur Welt gebracht. Und es folgen noch weitere Kinder. Leider werden sie alle nie den Thron beerben. Marie Antoinette und der König enden auf dem Schafott und mit ihnen die französische Königsherrschaft. Zur Hochzeit gehört damals noch die Mitgift. Gewöhnliche Mädchen müssen ihre Mitgift selbst erarbeiten. Bettwäsche und andere Textilien werden gewebt und bestickt. Noch im 18. Jahrhundert stehen Textilien für den höchsten Status. Also je näher zum Kaiser verwandt, desto reicher ausgestattet waren natürlich auch die erzherzoglichen Bräute. Das war ganz unterschiedlich. Das kann man gar nicht so ganz konkret sagen, weil das eben je nach Rang abhängig war. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass sehr viele, die einen Habsburger geheiratet haben, wie zum Beispiel die spätere Kaiserin Elisabeth, die hatte eine sehr bescheidene Aussteuer, weil sie eben aus einer Seitenlinie der Wittelsbacher stammte und eigentlich eine Ausstattung hatte, wo eine reiche Fürstin gelacht hätte darüber. So großzügig die Palais, so eingeschränkt die persönliche Freiheit.
an sich durfte eine Königin nie allein sein. Genau aus dem Grund, weil es könnte sich hier womöglich ein Mann nähern und dann könnte sie schwanger werden und der Vater ist wer anderer und nicht der König. Also darum geht es ja immer. Ne? Woher kommt dieses Kind? Ne? Deswegen gab es ja auch früher die öffentlichen Geburten. Ne? Und zum Beispiel bei den Kindern von der Sophie, der Franz Josef ist geboren worden mit einem riesigen Hofstaat rundherum, damit das Kind nicht ausgetauscht wird. Damit das alle bezeugen können, das ist das Kind, das auf die Welt gekommen ist. Die war ja nicht allein mit der Hebamme, sondern der ganze Hof war da. Das muss man sich einmal alles vorstellen. Nicht nur die Geburt war quasi öffentlich. In der Zeit von Kaiser Karl V., in dessen Reich ja die Sonne nie unterging, wurde das spanische Hofzeremoniell, das eine große Tradition hatte, nach Wien gebracht. Und das war in vielen Punkten sehr eigenartig aus heutiger Sicht. Also zum Beispiel durfte ein Kaiser nicht mit seiner Gemahlin an einem Tisch essen, aber das wäre noch das Wenigste gewesen. Wirklich aufregend war, dass wenn ein Monarch seine Frau in ihrem Schlafzimmer besuchen wollte, dann war da ein unglaubliches Zeremoniell vorgesehen. Er musste seinen Obersthofmeister informieren, musste sich in ein bestimmtes schwarzes Gewand mit Hellebarden und weiß Gott was ankleiden. Er wurde dann vom Obersthofmeister in das Schlafgemach seiner Gemahlin geführt. Dort hat der gesamte Hofstaat der Prinzessin oder Monarchin gewartet und dann erst durfte er ins Bett seiner Gemahlin und damit es nicht ganz intim wird, haben die alle im Nebenraum in einer Kemenate, also das waren Dutzende Menschen, gewartet, bis dieser Akt vollzogen ist. Die Bürgerlichen fangen an, aus Liebe zu heiraten. Sie haben jetzt Berufe und sind nicht mehr gezwungen, einen Lehnsherrn um Erlaubnis zu fragen, wenn sie heiraten wollen. Auch die Habsburger liebäugeln mit der romantischen Ehe. Aber das ist etwas ganz Neues. Ja, also die Liebesehe auch unter Bürgern, das ist etwas, was die Zeit um 1800 uns erst gebracht hat. Ja, also alles, was früher war, wurde entweder aus politischen oder aus finanziellen Gründen wurden Ehen geschlossen. Aber niemals, weil man sich zugetan war. Das war völlig uninteressant. Ja. Also für das Zugetansein oder für Liebeleien hatte man eben Freunde, Freundinnen, Mätressen, wenn man es sich leisten hat, konnte und sonst eben niemanden. Aber heiraten aus Zuneigung, wie gesagt, das gibt es jetzt ungefähr 200 Jahre. Ja, das ist noch nicht sehr lang. Und auch da war das um 1800 war das noch ein Ideal, ja, dem kaum jemand nacheifern konnte, weil das war ganz einfach nicht drin. Und ich kann nicht den heiraten, den ich mag. Ja, das kann ja der Sohn vom Bäcker sein und ich bin aber adelig. Also das geht so und so alles nicht. Ne? Und wir gehen immer von unseren momentanen Gefühlen aus oder so und glauben, das war immer schon so. Aber das ist es nicht. Ja. Es war schon äußerst ungewöhnlich, wenn ein Prinz sich in eine Gräfin verliebt hat und sie heiraten wollte, weil das nicht standesgemäß war. Aber noch viel unglaublicher und skandalöser war es, wenn ein Erzherzog des Hauses Habsburg sich in eine Bürgerliche verliebt hat. Und das war bei Erzherzog Johann der Fall. Das war wohl die berühmteste Geschichte diesbezüglich. In der Nähe des Toplitzsees hat er eine Wanderung unternommen und hat da die 15-jährige Postmeisterstochter Anna Plochel gesehen und hat sie ein paar Tage später bei einem Spaziergang wieder getroffen und sich in sie verliebt und hat sie gefragt, ob sie denn vergeben sei und sie hat gesagt nein und daraufhin hat er gesagt, also wenn man niemandem wehtut, dann seien sie mir doch gut. Sie war 15, er war 37, es war eine große Liebe. Das wäre noch alles im Rahmen des Möglichen gewesen, weil Affären zwischen Erzherzögen und Kammerzofen und so weiter hat es immer gegeben. Aber er wollte sie nach dreijähriger Bekanntschaft heiraten und hat seinen Bruder, den Kaiser Franz, gefragt. Und der war natürlich außer sich und vor allem
sein Staatsminister Metternich war, also hat alles unternommen, um diese Verbindung zu einem Ende zu führen. Aber nach 10 Jahren wird das Mädel von der Post geheiratet und zur Gräfin befördert. Dem Kaiser bleibt nichts erspart, als er eines Tages nichtsahnend seine Post durchsieht, erlebt er eine böse Überraschung. Es war im Jahr 1872, da glaubte Kaiser Franz Josef seinen Augen nicht trauen zu können. Denn er bekam einen Brief und dem waren beigelegt Nacktfotos seiner Gemahlin Elisabeth. Im Brief war Folgendes zu lesen. Ich habe die Ehre, Ihnen eine Fotografie Ihrer Frau zu schicken, die zu einer Kollektion gehört, die überall verkauft werden soll. Ich glaube, dass es für Eure Majestät außerordentlich unerfreulich wäre, wenn diese Porträts verkauft würden. Und ich habe vom Fotografen die Zusage erlangt, dass er die Negative zerbrechen und die Fotografien verbrennen würde, wenn binnen 14 Tagen zu Handen von Herrn Cartelli Postlagern Amsterdam 3000 Francs übersandt werden. Widrigenfalls und wenn versucht würde, die Identität des Fotografen herauszufinden, käme eine Anzahl der Aufnahmen sofort in Umlauf, sogar in den Straßen von Wien. Auf dem Foto war eindeutig das Gesicht seiner Frau zu sehen. Zumindest das Gesicht. Man hat festgestellt, dass der Brief in Amsterdam aufgegeben wurde und es wurde ein Polizeiinspektor nach Holland geschickt, der der Sache nachging. Der hat herausgefunden, dass das Originalfoto in einem Fotoatelier in Amsterdam aufgenommen wurde, dass der Körper zu einer Prostituierten gehört hat. Die weit üppiger war als Kaiserin Sissi. Diese Krise ist schnell überwunden, aber es reihen sich schon die nächsten. Die Zeiten ändern sich. Am Ring baut der Industrieadel seine Palais und auch Frauen gehen jetzt arbeiten. Nur die Habsburger machen einen auf Business as usual. Franz Josef geht jeden Morgen zu Katharina Schratt auf einen Gugelhupf und ignoriert die Zeichen der Zeit. Kronprinz Rudolf soll nun auch endlich heiraten. Zum ersten Treffen mit Prinzessin Stephanie nimmt er seine Geliebte mit, kommt gar nicht gut an. Und geht auch nicht wirklich gut im Eheleben weiter. Schlussendlich beschließt er, die Ehe annullieren zu lassen. Einen Tag vor seinem Selbstmord in Meierling kommt es deswegen zum Streit zwischen Rudolf und seinem Vater. Diese berühmte Unterredung mit dem Franz Josef, wo geschrien worden ist am Tag vor Meierling, aber man weiß nicht, worum es ging. Ne? Aber wahrscheinlich halt um diese Eheannullierung. Ne? Weil der Rudolf hat offenbar dem Papst einen Brief geschickt, nicht über den Kaiser, sondern von ihm aus, und das geht nicht. Ja. Er möchte die Ehe annullieren lassen. Ja. Und das hat der Franz Josef natürlich erfahren, weil die Antwort kam an den Kaiser, nicht an den Rudolf. Und dann dürfte er offenbar den Rudolf hineinzitiert und zusammengebrüllt haben. Und vielleicht war das dann der Auslöser, dass er dann halt Selbstmord begangen hat. Aber er wollte schon längst Selbstmord begehen, also das geht schon lang so. Was man nie vergessen darf, Kronprinz Rudolf, wenn er nur der Freigeist gewesen wäre, hätte er sich von seinem Vater quasi lossagen können, einen eigenständigen Weg gehen können. Das hat er nicht geschafft. Der Rudolf 89 hat er sich umgebracht. Ja, und der Franz Josef hat ja noch dann über 20 Jahre regiert. Das wäre ein Schicksal gewesen wie vom Charles, nur ist das ja jetzt ohne große Bedeutung. Aber es ist so, der Rudolf hat ja keine Chance gehabt. Der Thronfolger geht in den Tod. Und die Monarchie ist dadurch stark in Frage gestellt. Franz Josef hält indessen trotzig an seiner Gugelhupfkur fest. Und der Adel lockert währenddessen immer mehr die Benimmkorsage. Wenn man sozusagen das nicht wollte,
dann musste man halt auch die Konsequenzen tragen. Es war für das Kaiserhaus und für ein katholisches Kaiserhaus, dass auch diese Frage der Legitimation ganz ernst genommen hat, wichtig, dass die Familienmitglieder jetzt nicht nur ein lustiges Leben führen. Es war ja nicht so, dass Frauen jetzt keine Freunde gehabt hätten. Also das gab es auch, nur durfte das natürlich nicht nach außen dringen. Ja, also dann sogar die Mutter von dem letzten Kaiser Karl, Maria Josepha, die er verheiratet hat, war mit dem begehrtesten, in der Damenwelt begehrtesten Habsburger der Zeit, mit dem Erzherzog Otto. Otto ist der Neffe des Kaisers. Josepha Luise von Sachsen heiratet er, weil deren ältere Schwestern bereits von seinem Bruder Franz Ferdinand und von seinem Cousin Thronprinz Rudolf verschmäht worden sind. Die Stimmung zwischen den Kaiserhäusern ist daher gespannt. Aber auch die zwischen den Eheleuten ist nicht sehr entspannt, denn Ottos ach so außergewöhnliche Schönheit spricht auch außereheliche Damen an. Also auch der ist sicher schöner gemacht. Ja? Also auch die Fotos von der jungen Elisabeth, die sind alle ganz, ganz stark retuschiert, weil sie hat sehr stark versucht, die Oberhoheit über ihr Image zu behalten. Ja? Und es sind nur Bilder rausgegeben worden, wo sie gesagt hat, okay, da gefalle ich mir, nur das darf nach außen gezeigt werden. Aber die Retusche war damals schon sehr weit fortgeschritten und auch das müssen wir hier immer mit einberichten. Was außer seiner Schönheit noch auffällt? Die Habsburger heißen alle irgendwie gleich. Mein ältester Bruder heißt Karl, mein Vater hat Otto geheißen. Der Großvater wieder Karl, der Urgroßvater Otto, da war es immer so abwechselnd. Otto ist oft in der Hofoper. Dort verfolgt er die Tänzerinnen mit dem Operngucker und wirft jener eine Kusshand zu, die er nach der Vorstellung treffen will. Der schöne Otto ist nicht nur schön, sondern auch des Kaisers Neffe. Daher folgen mittellose junge Frauen Otto zahllos ins Hotel Sacher. In den Separis dort war alles möglich, eine Art adeliges Laufhaus. Es gibt 100.000 Geschichten über den Otto. Ne? Aber er hat sich halt unbotmäßig benommen und er ist sicher immer wieder von Franz Josef natürlich rapportiert worden. Also ein Kronprinz, also der Rudolf hätte sich nie sowas leisten können, wie sich der Otto praktisch jede Nacht geleistet. Dieser Erzherzog Otto hat ja auch mehrere Geliebte gehabt, mehrere außereheliche Kinder gehabt, hat immer mit der jeweiligen Geliebten und deren Kindern zusammengelebt, nicht mit seiner Ehefrau, die war mit den ehelichen Kindern im Palais Augarten. Otto nennt sie verächtlich Nonne. Doch eines Tages reicht es ihr und sie bittet den Kaiser um Erlaubnis, ebenfalls einen anderen Mann treffen zu dürfen. Den Hofschauspieler Otto Treisler. Zumindest dem Vornamen ihres Mannes bleibt sie treu. Auch Maria Josepha hatte einen Mann an ihrer Seite, obwohl sie tief religiös war und verheiratet war. Also das stand in der damaligen Zeit nicht im Widerspruch. Ja. Ganz so festlich geht Ottos Leben nicht zu Ende. Er erkrankt an der Syphilis. In Wien haben damals 20% der Menschen Syphilis. Unter den Dienstmädchen ist die Zahl deutlich höher. Mit ihnen kann der Hausherr machen, was er will. Ärzte warnen junge Frauen nicht vor Geschlechtskrankheiten. Es geziemt sich nicht, ihnen zu unterstellen, sie hätten außerehelichen Sex. Die mangelnde Aufklärung beschleunigt die Ausbreitung der Syphilis, die bald zur Epidemie wird. Man kann viele Jahre mit dem Erreger leben. Geschwüre und andere Symptome kommen und gehen. Erst in der Spätphase breitet sich der Erreger im ganzen Körper aus und beeinträchtigt alle Organe. Otto bekommt Quecksilberkuren verschrieben, was damals verbreitet, aber trotzdem ineffektiv ist. Er ist bettlägerig und verliert seine Nase. Von der Schönheit bleibt nichts übrig. Bis zu seinem Tod pflegt ihn seine letzte Geliebte, die Sängerin Luise Robinson. Sein Bruder Franz Ferdinand macht dem Haus Habsburg auch Kopfzerbrechen. Seine Liebe gilt der Jagd und er soll 300.000 Tiere in seinem Leben erlegt haben. Franz Josef, obwohl selbst Jäger, kann Franz Ferdinand nicht ausstehen. Hat er Tiere gehasst und Kinder gehasst und nur seine eigenen Kinder eben, die hat er geliebt. Also das ist also ganz, ich glaube, der Ferdinand, Franz Ferdinand war eine schwierige Persönlichkeit. Franz Ferdinand war immer wieder in Halbtouren bei Pressburg, bei der Erzherzogin Isabella
eingeladen und die war also schon ganz glücklich, weil sie zuletzt dann dachte, dass er sich in ihre älteste Tochter Marie-Christine verliebt hätte. Und das ist also längere Zeit gut gegangen. Nur eines Tages, wie er wieder auf dem Schloss war, hat er nach dem Tennisspiel seine Taschenuhr am Tennisplatz vergessen. Und ein Diener hat der Erzherzogin Isabella die Taschenuhr gereicht. Und es war damals üblich, dass man im Innern der Taschenuhr ein Bild der Herzensdame gehabt hat. Und die Erzherzogin Isabella hat also frohen Mutes diese Taschenuhr geöffnet und gehofft, dass ihre Tochter, ein Bild ihrer Tochter da drin war. Und hat zu ihrem Entsetzen festgestellt, dass ein Bild der Gräfin Kotek drinnen war. Und damit war aufgeflogen, dass er eigentlich wegen der Gräfin Kotek immer wieder gekommen ist. Gräfin Kotek ist die Hofdame von Erzherzogin Isabella. Sie ist zwar adelig, aber nicht adelig genug. Ja, sie war aus einer sehr alten adeligen Familie, aus Böhmen aber halt. Ja. Also sie war nicht in Wirklichkeit eine deutschsprachige Person, das ist auch schon ein Problem. Und sie war eben aus einer Familie, die total verarmt war. Von dort ist nichts zu holen gewesen. Ja. Gräfin Kotek war also nicht hoffähig. Es gab in der österreichischen Monarchie das Wort hoffähig. Das Wort hoffähig sagt aus, ja, dass du 16 adelige Vorfahren auf beiden Seiten hast. Also 8 auf der Vaterseite und 8 auf der Mutterseite. Und wenn du diese jeweils 8 hochadeligen Vorfahren nicht hast, dann bist du nicht hoffähig. Das heißt, du kannst an keiner Hochzeit von Kaisern und dergleichen teilnehmen. Ja, du bist nicht geladen zum Ball bei Hofe und du bist natürlich absolut nicht heiratsfähig. Sie denken, die Kotek, die Sophie Kotek, die ist ja dadurch, dass der Kaiser sich so seltsam verhalten hat, man kann ja nur sagen, seltsam verhalten hat, die ist in der hintersten Reihe hinter den jüngsten Erzherzoginnen gegangen, eben weil sie nicht in einen Stand versetzt wurde als Frau des Thronfolgers, der ihr gestattet hätte, auch vorne mitzugehen. Primogenitur hin oder her, hätte Franz Josef nicht ein wenig entspannter mit der Frage umgehen können? Naja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, er war da sehr, sehr stur. Franz Ferdinand setzt sich am Ende durch. Dafür müssen seine Kinder auf die Thronfolge verzichten. In der Gedankenspur war er ja völlig mit dem Kaiser Franz Josef. Nur er hat halt gesagt, mein persönliches Leben muss ich sehen, wie werde ich glücklich. Und das verstehe ich ja schon irgendwie schon. Das ist halt, glaube ich, für alle diejenigen, die die Familie verlassen haben wegen morganatischen Ehen, war es immer die Frage, was ist für mich wichtiger, mein persönliches Leben mit diesem Menschen, den ich einfach liebe, oder jetzt ja zu sagen, damit ich ein Mitglied der Familie, des Hauses bleiben kann. Ist das vielleicht auch nicht für alle attraktiv, quasi Herrscher zu werden? Ich kann mir das denken, es ist sicher nicht, es ist, ich meine, wenn man die Kaiserin Elisabeth fragen würde, die würde sagen, das war absolut unattraktiv. Genau. Sie heiraten und leben glücklich, bis dass der Tod sie scheidet. Leider wird es bis dahin nicht lange dauern. Wenn die im Auto gefahren sind, irgendwohin, musste sie in einem anderen Wagen sitzen als er. Er durfte nie bei einem offiziellen Diner neben ihr sitzen. Nur ein einziges Mal, einmal, weil es weit weg war, durfte sie neben ihm sitzen. Und das war im Auto, als die beiden durch Sarajevo gefahren sind. Ein serbischer Nationalist schießt auf das Thronfolgerpaar. Und das hat dazu geführt, dass beide gestorben sind. Dieses eine einzige Mal durften sie nebeneinander sitzen. Die Nachricht erfasst ganz Europa in Windeseile und wird einer der Auslöser für den Ersten Weltkrieg sein. Dieser wird 17 Millionen Menschen das Leben kosten. Der Kaiser hat das Reich in eine tödliche Sackgasse manövriert. Doch er, der Kaiser, setzt weiterhin auf den tröstlichen Gugelhupf und hofft auf den neuen Thronfolger Karl.
Er hat Kaiserin Zita geheiratet und strebt ein Happy End für die Monarchie an. Immer mehr Adelige heiraten unter ihrem Stand und wünschen sich neben Glück auch ein gutes Auskommen. Die wollten mit der Familie wirklich brechen. Und wenn man das gemacht hat, hat man auch keine Apanage mehr bekommen. Und das zeigt sich bei den weiteren Lebensläufen derjenigen, die wirklich ausgestiegen sind. Die haben sich enorm schwer getan, weil für sie dieser Lebensstandard, den sie gewohnt waren, dermaßen selbstverständlich war, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen konnten, was es heißt, für seinen Lebensunterhalt wirklich selbst aufkommen zu müssen. Die haben sehr abenteuerliche Lebenswege und Berufe gehabt, aber schlussendlich sind sie alle eigentlich gescheitert und verarmt, haben sich wirklich mühsam versucht, über Wasser zu halten, weil sie wirklich überrascht waren von der Härte des Lebens. Wofür man alles im Leben bezahlen muss, das war den wenigsten wirklich bewusst. Sisis Schwester Sophie von Bayern wird mit aller Kraft um ihre Liebe kämpfen und verlieren. Sie verlässt ihren Mann wegen eines Fotografen. Die Flucht endet in Kraft-Ebbings Heilanstalt. Der renommierte Psychiater Richard von Kraft-Ebbing erklärt sie im Auftrag der Familie für verrückt. Da Frauen unter der Obhut ihrer Männer stehen, ist das nicht schwer. Niemand kann ihr helfen. Niemand versucht es. Auch ihre freiheitsliebende Schwester Sisi nicht. Die große, glückliche Familie lebt nicht in der Hofburg. Eine Tragödie jagt die andere. 1898 wird Sisi erstochen. Franz Josef trauert seiner verklärten Ungeheuer nach, obwohl sie ihm immer so fern war. Nur die Lieblingsenkelin muntert den Monarchen auf, die Tochter von Kronprinz Rudolf, Luise von Österreich. Oder, wie sie später genannt wird, die rote Erschi. Auch sie will unter ihrem Stand heiraten. Er hat ja nur bei der Erschi, bei seiner Enkelin, da hat er das akzeptiert, den Windischgrätz. Der Windischgrätz war auch nicht standesgemäß letztlich. Aber die Erschi hat ihn halt um den Finger gewickelt, den Großvater vielleicht auch hat der Franz Josef ein schlechtes Gewissen gehabt mit dem Rudolf und mit der ganzen Geschichte, dass er wenigstens die Enkelin dann, der Enkelin diesen Wunsch erfüllt hat. Erstens einmal wollte der Otto Windischgrätz, wollte sie gar nicht heiraten und der ist gedrückt worden durch den Kaiser Franz Josef. Und dann, das war auch keine glückliche Ehe, sondern das war eine eher unglückliche Ehe. Und da haben beide natürlich versucht, irgendwie trotzdem aus dem Leben, was sie halt hatten, etwas zu machen. Dieses Mädchen ist es gewohnt, seinen Willen durchzusetzen. Und wird es das ganze Leben über bleiben. Sie hat ja dann eine Villa in Hütteldorf bewohnt. Und als die Russen einmarschiert sind und die auch dort in die Villa gekommen sind und auf sie los und so, muss sie derartig herrisch dort gestanden sein und den Russen Parole geboten haben, dass die Russen also zunächst sich zurückgezogen haben aus ihrer Villa. Also eine beherzte Person, sagen wir so. Und sie ist ihrem Herz immer gefolgt. Egal wohin, so heiratet sie zum zweiten Mal. Diesmal den Sozialdemokraten Leopold Petznek. Die Sozialdemokratie hat ja immer die Abschaffung der Monarchie im Parteiprogramm gehabt. Und wenn ich einen bekennenden Sozialdemokraten heirate, als Enkelin des Kaisers, ist das ja eine richtige Ohrfeige. Zumindest diese Ohrfeige bleibt dem Kaiser erspart. Die rote Erschi lebt glücklich mit ihrem sozialistischen Ehemann. Sie weigert sich jemals wieder einen Fuß in die Hofburg zu setzen und vermacht ihren Nachlass der Stadt Wien. Für sie ist das Thema Monarchie erledigt, für den Adel ist sie erledigt. Die Habsburger haben sie ja nicht so geliebt, ne? Naja, wen haben sie schon geliebt, muss man sagen.
Nach Erschi verabschiedet sich auch ihre Tante Valerie von der Monarchie, Sissis Lieblingstochter. Wenn auch weniger freiwillig und weniger radikal. Diesen Thronverzicht, den Verzicht auf jegliche Ansprüche und Regierungstätigkeit hat Marie Valerie für sich und ihre Nachkommen unterschrieben. Mhm. Und deswegen konnte diese Familie und alle Nachkommen daraus, und jetzt kommt es, mit unter Beibehaltung ihres Privatvermögens in Österreich bleiben. Und das war beträchtlich, weil Marie Valerie war natürlich die Erbin von Kaiser Franz Josef, gemeinsam mit ihrer Schwester Gisela und ihrer Nichte Erschi, der Tochter von Kronprinz Rudolf. Die drei haben das immense Privatvermögen Kaiser Franz Josef geerbt, nicht Kaiser Karl. Das wird immer wieder verwechselt. Kaiserin Zita kehrt nie wieder ganz zurück ins zivile Leben. Sagen wir mal, das ist, sagen wir mal, auch die Einstellung von uns zu unserer Großmutter, die halt Kaiserin war, die wir ja alle gekannt haben, die wir natürlich gesiezt haben, weil einen Kaiser duzt man nicht. Wirklich? Ja. Und das war aber so, ich meine, unsere Freunde fanden das so komisch, dass wir unsere Großmutter siezen, aber ich meine, es hat natürlich in gewisser Weise einen Abstand gemacht, aber das war ein Abstand, der war natürlich sehr gut und sehr richtig, weil ich meine, sie war halt die Kaiserin, aus, fertig. War sie trotzdem Oma-mäßig auch? Sie war wahnsinnig Oma-mäßig und sie war oft bei uns zu Hause durch einen Monat. Und hat eben sozusagen in der Familie mit bei uns gelebt und da war sie eben schon auch eine Oma. Mhm. Aber sag mal, ich würde, wenn ich an sie denke, nie denken Oma, sondern ich würde immer denken die Kaiserin Zita. Wirklich? Ja. Oma Kaiserin Zita. Ja. Am Ende der Monarchie sind alle Menschen wie du und ich. Vorbei die hochfliegenden halbgöttlichen Ansprüche an Herrscher, die sie sowieso nie erfüllen konnten. Die Sexualität bleibt eine nicht zu bändigende Urkraft im Menschen, gegen die kein Vorsatz und keine Norm auf Dauer etwas vermag. Niemand wusste das am Ende besser als die Habsburger.